Guten Tag, meine Lieben. Ich glaube, das ist wirklich mal jetzt eine kleine Minisendung wieder mal wert. Der 138. Nachtrag, Leute, erwerbt Wissen. Und zwar habe ich heute zugespielt bekommen, dass Professor Bhakti heute Abend, entschuldigt meine Stimme, dass Professor Bhakti heute Abend im MDR auftreten soll. Und zwar, na, wir sehen selber. Ich sagte ja immer, Leute, der Grund für jede Nachricht ist Unwissen. Deswegen Wissen erwerben. Aber auch mal gucken, was der Gegner sagt, ne? Was die, also der Meinungsgegner natürlich. Ne? Einfach mal gucken, es könnte ja irgendwas dran sein oder was auch immer. Na ja gut, auf denn. Ich habe sofort recherchiert, habe gesagt, MDR-Programm, habe diese Seite aufgeschlagen, die Umschau, 20:15 Uhr kommt heute, bloß Einzelheiten zur Sendung, da ist nichts. Also gut, dass die das nicht an die große Glocke hängen, ist mir klar, dachte ich. Aber naja, irgendwas stimmt da nicht. Wie auch immer, ich glaube aber, es lohnt sich doch anzugucken. Denn, also heute, Dienstag, 12.12.20:15 Uhr, MDR einschalten. Ja, jetzt gibt es wieder irgendwelche Schlaumeier. Ich gucke schon lange kein Fernsehen. Ja, aber man muss auch wissen, was die anderen sagen. So, dann habe ich noch ein bisschen mehr geguckt. Und zwar im Corona-Blog.net steht auch, Professor Bhakti, MDR wird Corona-Impfskandal enthüllen. Vor 22 Stunden, also, ne? Es könnte aktuell sein. Leute, es guckt sich, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ihr müsst ja das andere nicht anhören. Ihr könnt ja den Ton ausmachen, wenn es euch nicht gefällt. Aber einfach mal informieren. Informieren heißt Wissen erwerben. Und Wissen erwerben. Und wenn wir Pech haben, naja, Herrgott, dann wissen wir, dass wir wieder gelogen haben. So oder so, es ist wichtig, einfach mal zu gucken, was die anderen sagen, damit man nicht ganz im Dummen und Dunklen tappt. Na denn, ich hoffe, dass das alles wahr ist, dass es funktioniert. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Gucken. Ich gucke ja selber. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Gut, also dann ran an die Buletten, denn das war das hier, was mich heute über WhatsApp erreichte. Und das sah ja ein bisschen komisch aus. Das hat mir nicht ganz gefallen. Aber naja, trotzdem, wir gehen ran, wir tun was und wir machen so, dass es immer besser wird. Wir müssen alle was tun, alle. Und wenn es kleine Dinge sind, viele Tropfen höhlen den Stein. Bleiben wir dabei. Halten wir zusammen und gemeinsam sind wir noch ein bisschen besser als bisher. Ich wünsche euch was. Alle guten Wünsche. Bis dann. Tschüss, tschüss.